Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute spielen wir das Minecraft Bedwars, aber nicht alleine, sondern das dann mit dem Best Dave ever. Genau Leute, er ist nämlich, ja, denke mal, etwas besser in Bedwars als ich, Leute, weil er kennt sich auch besser damit aus. Ja, sein Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich denke mal, du kannst mich so einiges lernen, oder? Ja, also ich habe ja in deinem 50, ich wollte schon sagen 50k, nee, in deinem 50 Abo Special gesehen, du hast ein bisschen Fast Bridgen geübt. Ja. Ah, den Tipp, den ich dir da noch geben kann, du solltest dich auf jeden Fall auch hochbauen, während du Fast Bridgen, weil sonst können die einfach auf deinen Weg gehen und rüberlaufen, sobald sie dich einmal getötet haben. Nee, du kannst in den Spawner, weil Hypixel hat so ein Plugin, dass der Spawner geteilt wird. Wenn beide drin stehen, kriegen beide gleich. Echt? Ja. Okay. Ist ziemlich cool. Ja, okay, wie sieht es aus mit dem Bett zubauen? Was würdest du da so empfehlen? Einfach nur zwei Schichten Wolle mache ich meist als ein Tryhard. Ja. Weil dann kannst du mehr rushen, weil du weißt ja, Angriff, beste Verteidigung. Okay, zwei Schichten Wolle. Und dann kannst du mehr hinterherkommen, am besten mit einer Axt, weil die Weißen, die unsere ersten Nachbarn sind, haben Holz. Ich bin tot. Also solltest du eine Axt mitbringen. Meine Stimme ist weg. Damit wir jetzt voll schnell abbauen können. Ich glaube, da kommt gleich einer. Wer ist ja in der Mitte? Denkst du, wir könnten das da gewinnen oder nicht? Doch schon. Okay. Also zumindest die Weißen scheinen recht lost zu sein. Wie du siehst, zerstöre ich ihn hier. Der andere geht dazu noch in die Mitte, um Emeralds zu holen, anstatt dass er hilft, gegen uns zu verteidigen. Also du kannst mitkommen, wenn du es selbst gut eingebaut hast. Es sind ja zwei Schichten Wolle, so wie du gesagt hast. Oh Gott, das habe ich ja nicht genau gesehen. Ja, die. Ich könnte mal so eine Folge machen mit den dümmsten Toten von Rambo-Schnitte. Guck, ich habe noch meine Axt. Eine Holzaxt reicht da, oder? Oder brauche ich noch eine stärkere? Ja, ja, mit einer besseren geht's halt schneller, aber Holzstift reicht. Und ich habe keine Blöcke. er kommt. Er ist bei unserer Base. Okay, weg da. Ja, ich habe auch keinen. Sorry für den Stil, aber. Ist mir egal. So, genau, und dann noch etwas, was ich ja mal manchmal gesehen habe, so bei anderen YouTubern. Sollte man lieber ein Schwert nehmen oder eigentlich eine Axt? Was wäre besser für PvP? Definitiv das Schwert. Schwert, okay. Oh, ich. Weil, die Axt macht zwar in der neueren Version mehr Schaden, aber das Hypixel PvP-System läuft noch auf der 1.8-Version. Ja, da war. Da war. Was? Ah, ich hab sie auch. Oh, ich bin so gut. Nein, ich hab ihn auf 1.8. Ach, wir waren Team Pink. Na gut. Ja. Okay, dann geh ich mal neu. Ach, Team Pink lebt immer noch. Na gut. Ja. Ja, okay, aber jetzt bin ich eingespielt. Jetzt die Runde wird's. Ja, die Map finde ich auch mega geil gemacht, mit dem ganzen Licht und so, mit dem Shader. Ja, die Map ist echt cool. Und die ist auch ziemlich spooky. Genau, sagen wir dann jetzt, dass es dann die letzte Runde war, dass in 20 Minuten auch wieder reicht. Ja, okay. Für Video. Wir können dann auch noch ein bisschen privat spielen, wenn du willst, aber ich möchte immer halt so 15, 20 Minuten haben auf dem Video. Ich muss jetzt eh nicht essen. Vielleicht nicht meine Oma. Mach ich mal kurz meine Tür kurz mal ran. Und die 20 Minuten, damit du mehr Werbung schalten kannst. So. Okay, letzte Runde startet. Komm mal rein. Ich finde das mit dem Shader sieht so heftig aus mit der Sonne da im Hintergrund. Komm mal rein in den Spawner, damit du die Icons kriegst. Ja. Und das Coole bei der Map ist auch, dass man schon mit 32 Blöcken rushen kann, die Gegner. Was ich jetzt auch mache. Ja. Alles auch ran. Das heißt, du brauchst nur 8 Eisen. Gut, ich baue jetzt wieder unser Bett zu. Und mit anderen Baumaterialien willst du ja dann nicht empfehlen. Es kann sein, dass die gleich kommen. Jo, die kommen gleich. Okay. Ich baue das Bett noch zu. Und willst du auch andere Blöcke empfehlen, also zum Zubauen wie Holz oder so? Oder findest du, wäre zu Goldverschwendung? Also es gibt auch eine Meter mit Holz, aber ich finde echt, Wolle geht einfach am schnellsten und kostet am wenigsten. Ah. Vorsicht, der eine ist da. Beide sind da. Also hast sie ja am Muschnitte. Hat sich ein bisschen gereimt, hat sich gerade irgendwie ein bisschen gereimt. Du hast sie ja, beide sind da, du hast sie ja. Das gleiche zum Glück. Gut. Mein Eis dann halt noch ein bisschen Rüstung. Blöcke. Es lagt. Gut, wo hast du dich hochgebaut? Ach da. Ja, es kommt wieder einer. Es kommen wieder beide. Das Gold kurz mal in die Kiste mal rein. Jo.
Kannst du eine Rüstung kaufen? Ja, mach ich gleich. Der ist schon wieder da oben. Ah, erstmal wehre ich den ab. Hab den einen. Wo ist denn der? Ja, schön. Oh, da hat ihn noch einer wehren, ich glaube. Ja, ich habe ihn mir voll gespielt. Ah, irgendwie brauche ich ja meine Kills. Ja. Den guckt schon wieder der andere. Junge, ist ein Großscheibe oder irgendwie so. Auf Kills kommt sie nicht an, Hauptsache mal gewinnt, oder? Ich kaufe mal einen Feuerball. Es kann sein, dass ich gleich ein Bett habe. Ja, Mann, ich dachte, der eine steht nur auf keiner Base. Ich geh jetzt auch mal rüber. Ich wollte eigentlich mir einen Feuerball kaufen, das geht ja so langsam, das mit dem ganzen Material. Ja, bei der Map droppt es echt ziemlich langsam an. Nein, wollte ich so nicht. Okay, gar mal der eine ist runter. Hi, er hat und mich auch. Und der eine ist auch noch. Okay, jetzt haben wir vielleicht die Chance. Ja, ich wurde gerade nur von ihm runtergerissen. Also, du kannst es schaffen. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Mist, komm, abbauen. Nein, es war so knapp. Okay, wir haben genug Eisen in der Chest, dass du dir eine Schere holen kannst von 20 Eisen, weil die haben ja nur Wolle. Die Schere, die spawnt ja nicht, gell, wenn man stirbt. Nee. Man erhält alle Werkzeuge, wenn man stirbt. Aber ich glaube, ich könnte es jetzt auch so kriegen, weil ich habe gerade geschafft, beide zu killen. Ja, ich hab's. Mann, jetzt lag der Server so. Okay, ich habe zwar keinen von ihnen gekriegt, aber du kannst versuchen, sie dir zu holen. Einer ist auf Two-Hit, glaube ich. Ja. Du kannst das Gold an, hier ist noch Gold. Kannst du Rüstung, so. Ah ja, gut. Ja, Rüstung kannst du kaufen. So. Beide leben irgendwie noch. Ja, aber der eine ist ziemlich low. Ne, ich glaube, er hat sich einen Goldapfel geholt. Sind die noch bei ihrer Base? Ja, sind sie. Oh Gott, sie sind Gott, auch auf dem Dach. Sie sind auf dem Dach. Wenn die Vorgreifen nicht angreifen wollen. Ach so, bist du hoch. Sie kommen zu uns. Ich komme zurück. Ich bin hinter denen. Ja, spring mal runter, dann bist du schnell wieder bei uns in der Base. Okay. Ich denke, wir sollten die kriegen, weil... Die sind auf dem Dach. So, Leute, kurz Werbung unterbrechen. Und zwar schaut doch mal bei Twitch oder mal bei Leon3612 da mal vorbei. Und da könnt ihr nämlich bei ihm nämlich viel Gaming-Content sehen. Er macht auch ab und zu mal ein paar Real-Talks. Und er tut auch noch für andere Leute auch noch ein paar Videos auch noch schneiden, halt, also bearbeiten. Also, das heißt, solltet ihr nicht gut in Video bearbeiten sein oder wenn ihr nicht gut cutten könnt, könnt ihr euch gerne bei ihm melden. Er macht das für euch. Das Gecuttete könnt ihr dann hier auf seinem YouTube-Kanal Leon3612 ansehen. Ja, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Und weiter geht's mit dem Video. Ja, ich weiß, ich warte, bis sie runterspringen, weil dann. Oh nee, sie haben TNT. Nein! Ja, aber wir haben sie. Ich hab den einen. Okay, sorry, den habe ich dir jetzt echt. Sind das beides zumindest tot? Ja. Okay, das machen wir jetzt. Wir campen bis zum Schluss und versuchen dann einfach das letzte Bett zu zerstören oder wir gehen voll drauf. Was meinst du? Mehr Action oder mehr sicher? Ein Tod oder Gewinn? Was ist besser? Aber wir können mal mit der Mannschaft einmal rüberbauen. Ja, stimmt. Ein bisschen Action noch da. Aber pass auf, gell? Ja, wenn jemand einen Feuerball hat, dann war's das mit mir. Ja. Ich habe eine Frage. Endstein und Glas, da steht ja, dass das explosionssicher ist. Ist das auch von Feuerbällen und TNT explosionssicher also, oder nur von einem? Endstein ist nur von Feuerbällen und Glas ist von allem. Okay. Diamanten, 4 Stück Schärfe, gell? Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer so Schiss, dass ich runterfliege. Ich weiß, ob du das mal gesehen hast. Ich baue immer so ein Ding, aber ich immer runtergeflogen bin. So ein Eck noch. Der hier. Schärfe. Was sollten wir danach kaufen? Bessere Mine oder? Nee, danach würde ich auf verstärkte Rüstung gehen. Okay. So, ich habe noch einen goldenen Apfel noch für dich. Ja, so machen wir es. Wo bist denn du? Ah, da. Aber da nimm. Ich habe auch noch einen. Ja, okay, den kannst du haben. Ja. Was drin, ne? Ja, jetzt würde ich sagen, du kannst alles in deine Ender Chest liegen, weil wir können unsere Base verlassen. Gut, vielleicht ist bei den Gegnern ein bisschen mehr Eisen. Okay, was würdest du sagen? Sollen wir in die Mitte gehen und uns Potions holen und alles mitbringen? Ja, kein Problem. Ah, da haben wir ordentlich wieder rumgekämpft. Okay, ja, aber das sind jetzt beide Betten von daher. Da baut sich, wer ist denn das? Irgendwas Grau baut sich gerade auch in die Mitte. Bisschen was oh, ist in der Blau. Mitte? Da hinten. Ja, aber da ist gerade Blaue in der Mitte, der keinen Stress macht. Ja, ist hinter uns, ne? Ne, jetzt nicht mehr. Okay, gleich spawnen wieder neue Emeralds. Ja, ich habe ihn so ein bisschen Angst manchmal. Ach, fuck, da ist ein blauer. Dann. Okay, zu zweit können ich schon noch einen schlagen. Hey! Okay, ist dein Gold ab. Oh Gott, war das knapp. Ja, okay, dann gehen wir mal zurück zu unserer Base.
weil ich habe jetzt 6 Emeralds, das heißt, ich habe eine Pearl und einmal Invis. Und mit Pearl und Invis kann man ziemlich guten Bett zerstören. Das ist nochmal Invis. Unsichtbarkeit. Auf Englisch Invincibility. Okay. So, was haben wir jetzt so für Materialien so? Oh, ich kann mir gleich einen Feuerball, kann ich mir kaufen. Brauchst du noch ein Gold oder so? Ne, Vorsicht, da kommt gleich ein Blauer. Ich gehe mal mit Unsichtbarkeit an ihm vorbei, Warte, okay? hier, warte. Ich würde gleich auf den Typen. Oh Schaffst du nein, nein, den? nein, 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 nee, ich bin tot. Ja, also am Diamant. Ja, komm. Schade. Blau wie das Ganze gewinnen werde ich. Best Dave da. Oh, meine Imbus ist gerade ausgelaufen. Ach, denn da ein Kann Blauer das? ist da. Ja, ich weiß. Okay, das Feuer reflektiert hier ja echt schön. Okay, die Trap habe ich jetzt getriggert. Gut, habe ich gleich keine mehr. Weil es wäre jetzt ideal, wenn einfach grau kommen würde. Soll ich mich rauspölen? Ah ne, da hinten kommt Also grau, okay. drankommen Also oder dahin würde ich mich nicht. Wenn schon dahin, aber da bin ich auch nicht. dran kommst du da mal nicht, würde ich sagen. Ach, und der eine baut sich hoch. Okay, hey, was macht der denn? Oh, Okay, das der war ist hier scharf. unten. Ja, gleich kommt grau von der anderen Seite und dann Echt? dürften die das blaue Bett holen. Ja, die sind gerade da ganz in der Nähe. Boah, ich glaube, ich pearl mich einfach raus und equip mich nochmal. Ja, die kommen, die kommen, die kommen. Die Grau, die nur auf Kanal rum. Gehen sie mir nach, die Ja, blauen? der Sauna hinter dir. Ach, dann dreh dich um, dreh dich um. Stopp, 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 stopp. Du nicht. Oha, oh Gott, das war so knapp. Ja, das war ich. War natürlich nur für die Show. Zwinker, zwinker. Das war aber okay, also ich wäre das safe gestorben, weil ich nicht sogar der Beste in PvP bin. Ja, mit der Zeit wird es. Mann, ich bin so lost. Ich drücke gerade irgendwie die ganze Zeit Rechtsklick, ums Feuer auszu. Und der eine kommt auch wieder. Ja, ich verpiss mich jetzt. Ich kann keine Blöcke abbauen, gell? Nee. Ja, was ist nun los? Ach, ich kann mich auch mit Linkshänder zu jedem Spieler hin teleportieren, das ist okay, ist auch geil. Alter, ich hatte den Kompass noch in der Hand gehabt. Achtung, Achtung! Versuch's mal. Und Dein mehr als Name drei. sagt wirklich Best. Best Dave ever. Ja, deshalb habe ich mir diesen Namen gegeben. Yellow Noob. Hey, ich habe beide zweimal gekillt, aber Kopf hoch. Ich liebe es, wie einfach jeder Minecraft-Spieler richtig salty ist, wenn man sie killt. Wir leben ja noch. Immer noch genauso viel. Wo ist denn überhaupt die Grau hin? Oh, da können wir ja auch nicht hin teleportieren. Die Grau greift gerade die Blau an. Okay, das ist cool. Okay, das kann gerade spannend werden. Ja, die Diese, Grauen diese, sind die, die. nämlich ziemlich, ziemlich gut. Und die haben TNT. Okay, ich glaube, die sind weg. So mehr als ein TNT. Ja, aber die Blauen hatten Okay, ja der. Blau. Nee, der ist nicht so gut. Okay, der Bett könnte man abbauen, wenn man es runterschickt. Ja, und die haben so viel TNT, haben die, ne? Die haben alles zerlegt. Ja, okay. Das heißt, ich habe wieder eine Chance. Aber ich denke mal, die haben sau viel Feuerbälle und sowas. Weil die haben sie so gut vorbereitet. Ja, ich habe auch zwei Stück. Ist zwar nicht die Welt, aber. Aber einer von den Grauen ist gestorben. Ah, nee, doch nicht. Nee. Blaue. Blau. Ja. Ah, die sind. Ach, ich backe schon wieder. Die sind ganz gefährlich. Ja, die sind echt ziemlich gut. Ja, ich bin gerade mit. Ja, Mann. Ey, Aber ich sind weiß die. nicht, ob du Levi-Mod kennst. Müsstest du Die hat schon die mal auch schon mal gehört. drauf gehabt. Das Ding sollte mir einen FPS-Boost bringen. Genau, und mit Levi-Mod kann man ja auch verschiedene Spielernamen taggen. Also du kannst halt irgendeinen Spielernamen eingeben und den dann, wie er bei dir dastehen soll. Und jetzt habe ich, oder es muss nicht unbedingt ein Spielername sein. Jetzt habe ich Chichi getaggt mit Dave ist eine Legende. Jetzt immer, wenn jemand Chichi schreibt, schreibt er Dave ist eine Legende. Ja, moin. Echt? Warte mal. Nö, ich nicht. Bei meinen dann auch Nee, nicht. bei mir schaut es dann immer so aus. Ach so. Gut, der eine blaue, da war immer hier. Ach ja, und du kaufst dir ja immer diese Blindheitsfalle, gell? Aber ich würde dir echt raten, immer meine Fatigue zu kaufen, weil die ist echt gut. Meiner Fertig war nochmal, dass die. Die, dass du langsamer abbaust, Abbaulähmung. Ah. Ich habe nochmal eine Frage zu Lady Mod. Kann man da auch Shader drauf spielen? Ja, Living Mod ist quasi keine Mod, sondern das ist ein Client. Die Grauen sind gerade beide dort in ihrem Ding, oder? In der blauen Base stehen die am Spawn herum. Beide. Das sind Full Eisen und all das. Oh Mann, ich pack schon wieder hier. Gibt's das Levi Mod eigentlich auch für die neueren Versionen oder? Die Levi Mod gibt es nur zum einen für 189 und zum anderen für 112. Ich würde dir raten, 189, weil Ach, schade. ich glaube, ich hole mir jetzt gleich Unsichtbarkeit und dann rush ich so auf deinen drauf.
Ach, da stehen die. Ey, die pushen gerade den Blauen. Er ist verbrannt. Nicht mal im Kampf, sondern verbrannt. Okay, also die werden sich so viele Feuerbälle holen. Ich glaube, du, ja, musst du ein bisschen ich mehr in hab Acht nehmen. drei Stück und gleich vier. Aber ich hole mir jetzt einfach Unsichtbarkeit und dann spawne ich bei denen Advanzen und alles Mögliche. Ich finde es bei dem Shader so richtig geil, dass man auch schon die Flammen reflektieren sieht. Was beim Zeus Shader nicht so ist. Der Shader ist ja die Schattierung, glaube ich. Ich will Minecraft eigentlich nur noch mit Shader. So, die gehen jetzt in die Mitte. Okay. Es ist gut, weil da habe ich viel bessere Chancen. Die holen sich jetzt alles Smaragde. Okay, ich glaube, ich gehe drauf. Soll ich? Was meinst? Ja, nein, vielleicht. Also ich hätte. Keine Ahnung. Okay, ich gehe drauf. Ja, sie kommen zu mir. Ja, man, die schönen Bettwanze. Oh, was ist echt geil. Blockhitten, 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 Blockhitten. Nee, ich bin tot. Ja, oh, die gehen beide auf dich. Ich hab noch einen gekriegt. Ich bin erster Killer, hab 12 Kills. Ja, du wirst immer mehr Kills haben als ich. GG gesagt. Ja, GG. Die geht's nicht. Das hat einer gesehen, schlecht. Ja, okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal wieder in die Lobby mal zurück, Leute. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne kostenlos ein Abo dalassen und oder auch noch gerne noch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Video ein Like geben würdet. Ja, bleibt gesund. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.